Tschüss, yo, meine Freunde, willkommen zurück zu State of Decay. Und wir haben Infektionsherde entdeckt, super. So, wir haben eine Mission, wir sollen die Lage sondieren. Wir haben jetzt, ach Gott, die hat auch diese... Ja, ich komme nochmal mit der Maussteuerung, mit der Tastatursteuerung zurechtkommen. Ja, beim letzten Mal haben wir den Anfang gemacht. Was ist jetzt schon wieder? Jacob und Thomas sind beide AWOL. Das ist nicht das erste Mal. Those two are gonna get themselves killed one of these days. Jake wouldn't be much of a loss, but Thomas is pretty good with that revolver. You're a cold-hearted son of a bitch, you know that? Holding hands and singing Kumbaya isn't gonna keep us alive. Folks around here ought to remember that. Boah, das ist ein Sonnenschein, der Typ. So. Ja, wir müssen jetzt erst einmal die Lage sondieren. Dafür nehmen wir mal ein Auto. So. Ich würde unterwegs sogar gerne schon mal ein paar Why'd you all end up at the church anyways? Geez, I don't know. At first it just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and ended up well, we just sort of stayed here after that. Just the six of you? No. There used to be 12 of us. Na wunderbar. Ja, wie ihr seht, bin ich auf Maya gewechselt. Man kann ja nicht Leute auswechseln. Ich möchte da wahrscheinlich die... Da die meisten wahrscheinlich immer mit Markus spielen, möchte ich mir so ein bisschen außerhalb des Dings denken. Achso, ich soll ja zum Turm da. So. Wir gehen zum Turm. Gucken uns erstmal ein bisschen um natürlich. So. Ja, Autos erregen natürlich Aufmerksamkeit, weil sie laut sind. Oh, ist da vorne ein Waffen... Ach du Schande. Das ist ein Infektionsherd. Die kommen alle raus. Warum kommen die denn jetzt alle raus? Willst du mich verkackeiern? Wieso kommen die denn alle raus? Stirb. Ernsthaft? So. Alter, schießt ihn endlich auf. Warum fallen eigentlich beide immer hin? Jetzt bleiben die einfach stehen. Finde ich gut. Moment. Alter, ich baller den voll die ganze Zeit im Kopf. Stirb mal endlich. Was ist das für Musik gerade, ey? So. Ach, leck mich doch. Das sind die beiden aus dem Infektionsherd. Infektionsherde sind, wenn es in Städten Infektionsherden gibt, oder in der Nähe von Städten, nimmt die Zombie-Population das zu. Das heißt, es gibt extreme viele... Also es kommen immer wieder Zombies, sagen wir es mal so. Und die Straßen werden immer wieder überrannt von Zombies. Ja, Zombie-Horden kommen auch vermehrt. Und deswegen ist es immer ganz gut, die Infektionsherde zu... Um die Infektionsherde zu beseitigen. Und bei Infektionsherden gibt es grundsätzlich immer Freaks. Wie zum Beispiel bei den Kreischer dort. Es gibt ja noch andere Freaks, also andere besondere Zombies. Und die werden wir alle ganz, ganz, ganz freundlich und lieb kennenlernen noch. Ich freue mich jetzt schon. So. 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 Zack. Hey, what's that? Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics. Wie rutscht die denn da runter? And it looks like no one's broken in. Ach du Schande. Okay, sounds like it's worth checking out. Somebody's broadcasting something. You folks got any room at the inn?
You might want to go check it out. Hold on. Nein! Nein! Schnell, 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 schnell. I'm sending Alan and Sam to the clinic. Alan. G. Thanks. It was that, or let him stay here. Schnauze. Flieg! Also wenn wir jetzt schon mal hier die beiden Freaks hier draus erledigt haben, können wir auch den Rest machen, ne? Die habe ich gar nicht gesehen. Na kommt! Batsch. Batsch, batsch. Oh, ich steck bei dem Auto fest. Nein! Das schaff auch nur ich. Wo wir sie da oben alle stehen. Ich glaube, er versucht gerade die Tür aufzumachen. Na, klappt es? Ich glaube, ich habe durch die Schießerei vorhin ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt. Huch. Oh, da gibt es Waffen. Das sieht aus wie ein... Na. Schnauze! Darf ich jetzt Dings durchsuchen gehen? Nein, darf ich nicht. Weil Mary Jane hier noch Aufmerksamkeit braucht. So. Heps. Durch jetzt. Ich mach mal die Tür zu. Ich mach auch hinten mal die Tür zu. Jetzt durchsuchen wir mal den Waffenladen. Sehr schön. Eine Flinte. Nice. Und neue Munition für unsere Waffe. Sehr schön. Jetzt wäre nur noch ein Schalldämpfer oder so mal ganz schick, weil die macht doch ziemlich viel Krach. Schmeiß mal was ein, sicher, sicher. We're clear. Sehr schön. Dann gucken wir mal hier so ein bisschen rein. Weil eine Basis braucht natürlich auch Ressourcen. Und dazu gehören natürlich auch Waffen, wie wir sie hier. Oh, Alter. Ja. Granatwerfer. I'll run this home. We'll be ready. We'll be ready. Wie mache ich denn diesen Funk? Ah, da. Heimann, ruf Sammler herbei. Ja. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get someone out there ASAP. Und jetzt benutze ich mal einen Bug. Zeige euch um welchen.
Und zwar kann man sich die doppelte Ladung holen, wenn man einen Sammler ruft und vorher selbst hier alles rausholt. Das mache ich jetzt mal. So, dann haben wir mich jetzt... Oh, dann haben wir schon mal... Haben wir schon mal Waffen. Finde ich gut. Hepsa. Ach schon, da sind ja noch welche, die uns beitreten wollen. Bin unterwegs. So, nee, nicht Mission Tierklinik. Wir machen erstmal Mission... Oh, das ist der gleiche Kram. Ach Mann, junge Dame. Lass mein Auto in Ruhe. So. Dann machen wir halt erstmal die Tierklinik. Muss man wieder mit 4 Ausdauer. Ja. So. Obwohl, nein. An die Mission erinnere ich mich. Dann müssen wir gleich das Auto stehen lassen. Also bringe ich erstmal die Sachen zurück. Ich bringe jetzt erst einmal die Sachen zurück. Aus dem Weg! Komm her hier! Schnauze. Zombie-Rolle erledigt. Juhu! Da läuft gerade unser Sammler. Alter. Zombie erledigt. Ich bin begeistert. So. I'm almost home. Got anything good? So. Found this while I was out. What you got? Oh, you know. Stuff. Dann haben wir auch ausreichend Munition. Medizin holen wir ja jetzt. Ich werde jetzt aber erstmal. Markus ist gerade am. Was ist denn das hier? Das ist die Flintenpatron. Okay. Was ist das? Super zuverlässige Militärflinte. Nee. Ich behalte lieber meine Waffe. Flint Coach Gun, auch nochmal. So. Jetzt hätte ich aber gerne noch ein paar Schmerzmittelchen, muss ich sagen. So. Das war's. Haben wir einen Schalldämpfer da? Warte mal. Mal ganz kurz gucken hier. Kleine Rucksäcke. Ja, perfekt. Ein selbstgebauter Schalldämpfer. Den nehme ich natürlich mit. Oh, sorry, die Tastatursteuerung. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So. Befestigen mit Q. Wie viel haben wir? 30 Schuss damit. Geil. So. Das Auto lasse ich gerne stehen, weil... Weg. Weil das ist auch schon so gut wie im Arsch. Was ist das hier eigentlich? Lass mich raten, die haben sie Leichen verbrannt. Bäh. So, los geht's. Die Lille. Bam. Yay. Am besten noch ein bisschen extra Krach machen. Alter, wow. Und fliegt jetzt so ein bisschen im Haus da vorne. So. Schnauze. So. So. About time you showed up. Let's get this show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. Yay. The door will make less noise. Or, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Ah, ja, ja. Here you go. Just in case. Die Tür aufbrechen ist aber genau das gleiche. Und da hinten klopfen sowieso schon Zombies an, die uns gehört haben. Also von daher. Alright, hop to it. Let's get this done and get the hell out. Okay. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? Mm-hmm. How about years of experience on the beat, huh? How's that grab you?
I didn't realize the Department of Fish and Wildlife counted as a beat. Laugh if you want. I'm still the only law enforcement officer on duty in this town. Mm-hmm. Yeah, and if we gotta deal with any zombie trout, you'll be the first motherfucker I call. Zombies coming up behind. Coming home now. Coming home. Goddamn motherfucking piece of shit. What's wrong? Hole in my fucking rucksack. So tape it shut and keep loading. Pum, pum, pum. Vorher haben wir auch immer die. Aber wir haben Medizin haben wir dabei. Leider können wir das andere nicht mitnehmen. Weil, wir kein Auto dabei haben. Steht das. Ich lese nicht vor, was da auf dem Schild, auf dem T-Shirt steht. Ihr könnt es selber lesen. Let's ditch this bitch and go home. Let's hoof it, people. Stay low and stay quiet. Bad enough, we gotta make this charity run. Let's not waste all our damn ammo to boot. Heads up, zombies on our left. So. Meine Hax geht auch schon wieder ganz kaputt. Na super, klasse. Guck, jetzt kommt hier. Zeds will come check out just about anything louder than a solid smack. What did I say? No cars. That's better. Come on, let's do this. Okay, now try to listen this time. We go forward. What did I say? No cars. That's better. Ich wollte ein bisschen ärgern. Come on, let's do this. Okay, now try to listen this time. We go forward on foot. Might want to swing wide. We got zombies to the left. Hmm. Ihr wolltet ja zu Fuß gehen. Zack, zack. Zack. Na komm her. Pam. Na ja. So. Yay, Zombie-Hörer getötet. Ohne dass sie nur uns wahrgenommen haben. Finde ich gut. Big Eddie Daddy Auto Rapper. Blech. Eklig. Eklig. Zombies on our six. Stay alert. Nase juckt. Die wollten ja unbedingt zu Fuß laufen, ey. Motherfuck, this piece of shit rucksack's coming apart at the seams. At this rate, I'm gonna lose half this shit before we get home. I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous, just leave it! Kiss my ass, Alan! Lily needs these meds. Hm. Fuck you. Get your ass back here, Alan! Alan! God damn it! Come on, let's find a ride and get the shit home. So bescheuert, ey. Der sieht ja schick aus. Klar, Auto ist zu gefährlich, ist gefährlicher als zu Fuß, ist klar. Was ist das denn für ein Auto, ey? Voll die Datei. Nur ein Zombie. He's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus, he's not half bad in a fight. Mann.
So. Thanks for the ride. We'll take it from here. So. Und rein da. Found this while I was out. Sweet. We got your cycle for phosphamide, Lily. I didn't see any of that meth or whatever. Hey, you said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. I've got this condition, lupus. It's chronic. No cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine, so I kinda sent you to a place you might find both. So, you used me. I didn't... Just let me know when you find the doc. Genau. Ich guck gerade mal, was macht denn hier mehr Schaden? Dir. Das ist auch das, was ich jetzt gerade weggepackt habe. Our people are in trouble. They need you to bail them out of a jam. Ja, ja. Was hat denn hier gerade Bubum gemacht? So, die ist fast kaputt. So. Na, war auch irgendwie klar, dass man... Ach stimmt, man kann ja die Heilungsbasis ausbauen. Aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr an, noch an... Materialien. So. Und dann gehe ich jetzt erstmal den Leuten da helfen, die schon seit einem halben... Mann, erschreck mich nicht so. Seit einem halben Jahrhundert da warten. Läufe in Schwierigkeit. Dann helfen wir erstmal Markus. Markus. Das war ja der Läufer, der da losgelaufen ist. Aus dem Weg! Es ist Nacht. Zombie-Horde alarmiert. Schön. Ja! Boah, was hat's meine... Meine Rücklichter hat's erwischt. So. Oh! Da ist Herr Markus. Ups. Du hast ja Freunde gemacht. Oh, dieses Finishen geht auch nicht. So. Steuerung. Wie geht denn dieser Finish? Wo ist Kampf? Todesstoß. Huch. Nein. Mann. Nein. So. So. Ja, nee. Ist klar. Aber Maus 5 jetzt. Patsch! Tschüss. So. Schubsen. Ja, was nun? Sichere das Gebiet. Zombies coming up behind us. Du machst sie fertig, ich gehe mich mal oben umgucken. Oh. Was sagen, wo ist meine Taschenlampe? So. Nice. So, wenn ich aber schon mal hier bin, werde ich schon mal so ein bisschen... I got nothing left. Na. Wo die verfügbare Ausdauer verringert wird. Die erholt sich, wenn man den Charakter wechselt. Das heißt, wenn wir nachher zum Beispiel zu Markus wieder wechseln. Nice. Hallo? Was? Bonusüberlebender?
Was bringt das? Danke für den Kauf im Original State of Decay. Wenn du dies auswählst, wird dann schon ein exklusives Mitglied hinzugefügt. Okay? Ach, weil ich das erste, das jetzt normale State of Decay gebaut habe. So. Ich wollte gerade sagen, was? We'll see you soon. Okay, hier ist nichts mehr. Dann laden wir das doch mal ein. So. Na, Schwester? Langeweile? So, dann helfen wir jetzt mal kurz den Infektionsherd nicht. Das da. So. Ja. Ich kümmere mich jetzt darum, dann noch werde ich mich um die Infektionsherde kümmern und werde dann Außenposten errichten. Außenposten sind dafür da, dass die Zombie-Horden aufhalten, sprich die hier dann wegsprengen. Also es gibt dann so Bombenfallen für die Zombies. Und zudem sichern sie auch das Gebiet ab. Vor anderen Zombies. Also es wird. Kümmere dich mal darum. Währenddessen suche ich mich hier mal ein bisschen um. Hier ist nichts. Lebensmittel. Nein. Böse. So. So. Hier hatten wir vorhin hier ein Paket vergessen. Ich wollte gerade sagen. So, das nehmen wir noch mit. Das packen wir hier rein. Sehr schön. So, hey. Das ist loading. Tschüss. Das ist die Tür drüben in der Klinik. Pam, 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 pam. Could be trouble on. Let me look around just a little bit more. Ja, dann guck dich doch um. Niemand zu Hause. This ain't gonna be quick. We've got trouble. You need to be done. You want this stuff? Keep them off. Au! You ready to go? Almost, just a second. What? How many are there? It's getting better and better. Au! Oh, ich bin fertig. Niemand da. Schön. Da kommt gleich eine Welle rein. Schluss jetzt hier, verdammt. Schluss. Nein, mein Nagelbrett ist kaputt. Hm.
Mann, jetzt such weiter. Ernsthaft, das ist auf der Außenseite. Die sind draußen. Ich glaube, die sind sogar noch in der Tierklinik. Ist das ein fucking Ernst? Der macht jetzt nicht weiter, weil er... Alter. Wo ist denn das Messer hier? Ist das jetzt die neue Sache, wenn man da keine Dings hat, wenn man keine Waffe hat? Okay, I think I'm ready to head home now. Guess I'll follow you. Na, dann mal los. Let's move. Dann mal los, einsteigen. Oh. It's funny. I used to get roped into playing Santa at the company Christmas party every year. Man, I hated it. Costume, beard was itching, and if the boss thought you weren't suitably excited about whatever crappy little novelty gift came out of the sack, chew your ass out for bringing down the morale. People used to hide when they saw me coming. You believe that? Grown ass men and women. Oh. Oh. Ich glaube. Nehme ich mal mit. Oh, ein Teleskopsiegel. Kostet alles Einfluss hier gerade. Huch. Egal, gib her. Let's get moving. War ich den Schalldämpfer noch dabei? Wollte ich sagen. Hm. Da ihn bekümmert das ja kaum, dass seine Freunde tot sind. Na, wenn dem so ist. Tja. Sie haben es leider nicht geschafft. Oh Mann, 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 ey. Was eine Scheiße. Wein. Schnauze. Fahren wir ein bisschen von den Felgen zurück. Man, 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 man. Oh, der Wagen, Alter. Naja, so haben wir jemand Neues dabei, ne? Und wir sind eingedeckt mit manchen Sachen. Das ist doch schon mal was Nettes. Ja, und wir haben jemand Neues dazu gewonnen. So, Leute, das würde ich mal sagen, das war es auch für heute. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann werden wir uns um ein paar Infektionen zur Erde kümmern. Also bis dann. Ciao.